Als Ehemann hat man auf Erden seine Plage, seine Not. Das wird wohl auch nicht anders werden, bis man selig ist und tot. Nee, die Gewitterschwiele zu Hause bei meiner Alten, nur heute gibt noch ein Gewitter. Ob's nur mit oder ohne Einschlagen ist, das weiß ich noch nicht. Aber ganz gnädig wird's wohl nicht vorübergehen. Das heißt, eingeschlagen hat's neulich schon einmal, aber das war bloß ein kalter Schlag. Der Stiefelknecht flog nämlich ins Waschbecken. Tja, und warum die Hitze und Aufregung bei meiner Alten? Weil ich gestern die Uhr hatte vergessen aufzuziehen. Und da hatte ich mich in der Zeit versehen mit dem Heimkommen. Nun, das kann doch mal vorkommen. Nee, so ein bisschen Radau. Wenn mein kleiner Oswi nicht aufgewacht wäre, da ging der Radau jetzt noch. Und was habe ich ihr vor Entschuldigung nicht alles vorgeredet? Ich sage, Alte, bist doch nur vernünftig. Wir haben doch bloß Miller August und sein Geburtstag gefeiert. Was? Schreit sie mich an. Miller und sein Geburtstag? Du denkst wohl, ich weiß nicht, wenn denn sein Geburtstag ist. Der ist in Januar und jetzt haben wir Mai. Und denke dir, sag, welche Ehre für dich. Wollten sie mich zum Stadtrat wählen? Was? Schreit sie mich wieder an. Du siehst gerade aus wie Stadtrat. Du kannst doch noch nicht mal richtig schreiben. Du schreibst doch Hund hinten mit dem harten T. Und Porzellan kommen mit dem Weichen B, du dummes Luder. Na, ich konnte sie eben nicht beruhigen. Nun hatte ich noch das Unglück zu vergessen, ein Stiefel auszuziehen. Und da hab ich mich mit einem Stiefel ins Bett gelegt. Du kannst dich ungefähr denken, wie mein Bett ausgesehen hat. Nun, ich habe mich gleich wieder getrickt, bis sich das Gewitter ein bisschen verzogen hat. Nun, da heißt es nur immer, Mann und Weib sollen eins sein. Nun, ich danke. Mir sind immer ihre Zähne. Die ist die Eins und ich bin die Null. Ja, die Ehestandssorgen sind eben verschieden. Als Ehemann hat man auf Erden seine Plage, seine Not. Das wird wohl auch nicht anders werden, bis man selig ist und tot.